Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Runde Northern Lights. Diesmal aus dem Livestream. Das heißt, es kann sein, dass ich ein bisschen aktiv nebenbei noch mit dem Chat rede, vielleicht Tipps reinkommen oder sowas in der Richtung. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, nach den 5 Folgen angetestet für Singleplayer. Könnt ihr natürlich gerne mal gucken, müsste alles auf dem Kanal zu finden sein. Ein bisschen Ordnung habe ich da ja. Und wir werden uns heute einen Überlebensmodus anschauen. Ich glaube, dafür muss ich aber auf neues Spiel gehen. Überleben. Ich glaube, Einfallsreich war schon das Richtige, ne? Warte mal. Friedlich war, wandere friedlich durch die Welt. Mutter Natur wird keine Bedrohung darstellen. Nee, das ist ja langweilig. Ein bisschen Survival darf es ja schon sein. So. Für neue oder erfahrene Spieler, die ein Gleichgewicht zwischen Erkundung und Überleben suchen. Das finde ich gut. Raubtiere werden territorial handeln. Finde ich gut. Elemente von Mutter Natur sind eine Herausforderung, aber reichlich vorhandene Ressourcen. Ja, gut. Was wäre das nächste? Zu jedem Zeitpunkt können Elemente der Mutter Natur umschlagen. Das Unerwartete wird Teil der Reise. Für erfahrene Spieler, die ein herausforderndes Survival-Erlebnis suchen. Aggressive Raubtiere, die dich jagen werden, wenn du es nicht erwartest. Bleib mal kurz. Oder? Was wäre denn der nächste Schlimmere? Alles ist gegen dich. Nur die Stärksten können einen Kampf gegen die Kraft der gnadenlosen Mutter Natur überleben. Für erfahrene Spieler, die ultimatives Hardcore-Survival suchen. Nö. Hungernde Wildtiere. Mutter Natur beschüttet dich mit ihrem Zorn. Komm, ich würde, wir probieren es doch mal auf Überlebende aus. Oder? Aggressive Raubtiere, weil Sache ist, wir hatten jetzt, glaube ich, im Einzelspieler hatten wir auch den Schwierigkeitsgrad einfallsreich und sind einfach nicht über Raubtiere gestolpert. Chat! Ah, warte, Chat hat schon... Ah, einfallsreich plus den Vermerk ist meine Entscheidung. Ja, danke. Oh. Ha! Okay. Custom. Lagerkolle-Effekt. Was? Wir probieren es einfach mal. Überlebender, los. Wenn es jetzt furchtbar nach hinten losgeht und wir in 10 Minuten tot sind und ich keine Chance sehe, dass sich das bessert, machen wir das Ganze nochmal mit einfallsreich. So. Ach ja. Das Standbild war ja relativ normal beim Laden in dem Spiel. Ach hier, die Kamera macht schon wieder komische Dinge, ne? Hä? Hä? Besser. Die Baumstreiker sind eine gute Frage. Also im Let's Play habe ich Hirsche gesehen. Oder Reh oder Eche? Irgendwie sowas. Und Hasen. Ich glaube, da ist... Ist das ein Wolf? Nee, nee, nee. Das ist ein Reh, oder? Okay. Haben wir Startguthaben bekommen? Oh. Ja! Wir haben eine Dose. Das ist gut und vollkommen ausreichend. Wir hätten hier rechts auch Wasser. Aber aufgrund der Dose brauchen wir das nicht zwingend. Wir können uns das einfach abkochen. Das heißt, eigentlich wäre es richtig gut, wenn wir direkt eine Hütte finden würden. Okay, ich bin mir sicher, das Ding sieht doch etwas gefährlicher aus. Kompass 10, ne? Jo. Werte.
Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. So, wir nehmen mal Loot mit. Oder auch nicht. Hier ist Loot. Ja. Wo ist ein Hirsch? Also das ist jetzt ganz wichtig. Das hatte ich jetzt im Singleplayer schon bemerkt. Eigentlich ist das Wichtigste, so eine Hütte zu haben mit einem geilen Ofen. Gut, das ist streng genommen, ist es nicht wichtig. Man kann auch ohne, aber ich finde mit irgendwie geiler. Und auf dem Weg werden wir nach Vogelnestern suchen. Tada, eins gefunden. Geil. Das heißt, wir haben schon mal eine Mahlzeit. Sollen wir mal gucken, wie viele hier noch kommen. So, der Pilz war ganz gut, wenn ich mich recht erinnere. Gute Proteinquelle, glaube ich. Nee, nicht Proteinquelle. Kalorien. Hier, Vogel. Oh, ist da ein Ei drin? Oh, ja, voll. Wir nehmen noch mal ein, zwei Steine mit. So. Pilze, ja. Die schwarzen waren auch gut. Auch wenn ich finde schwarze Pilze echt unsympathisch. Oh, Bären, das... Ich will jetzt mal nicht ausschließen, dass es Bären gibt, ja? So, guck mal, das was zum Feuer anmachen, auch gut. Das ist der Vorteil, dass wir halt schon ein bisschen Erfahrung haben. Das Vogelnest. Oh, sehr schön. Auch wieder mit einem Ei drin. Oh yeah! So. Ei. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob es vielleicht Sinn macht, die Nester hängen zu lassen. Keine Ahnung, vielleicht legt da irgendein Vogel später mal neue Eier rein. Ich nehme jetzt einfach mal nur die Eier raus. Oh. Sieht nach einer Siedlung aus. Elche. Also ich würde mal sagen, Elche ist das, was wir gesehen hatten. So. Stöcker, auch gut. Blümchen. Nachher, ich muss bei den ganzen Pflanzen wieder einiges blind durchprobieren, um herauszufinden, was gut ist und was nicht. Neuer Karteneintrag, ja schön. Ein Ei, danke. Das ist noch ein Nest, okay. Die sind schon mal nicht wirklich seltener vom Gefühl. Oh, mir sagt OBS gerade von den Dingern. Oh, er hat hier gerade ein paar übersprungene Frames. Naja, ist okay, mal abwarten. So. Angelcamp. Kann ich hier wohnen? Spiel? Bett und ein Ofen. Feuerzeug, okay. Ein guter Ofen. Dose mit Sardinen, okay. Aber kein Bett. Stoff, ne? Stoff. Altmetall. Okay, müssen wir mal gucken, ob in einem der Hütten ein Bett ist. Das wäre schon mal richtig gut. Getränk. Betten! Komm, speichern wir. Haben gespeichert. Instant-Nudeln. Oh, sehr schön. Ist hier auch ein Ofen drin? Jo. Guck mal, hätten wir schon mal unsere erste gute Hütte hier. Wie waren denn hier die Werte anzuzeigen? Irgendeine Taste gab es doch dafür. Ach so, erst wenn ich Probleme hatte, ne? So, was sagen denn meine Werte? Oh, alles gut, alles gut. Oh, es leckt gerade ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Boah, er macht hier gerade einen Haufen übersprungene Frames. Ist ja ekelhaft.
Hä? Warum? Leute, läuft der Stream gut? Irgendwas ist doch hier gerade doof. Irgendwas ist hier gerade richtig doof. Ha. Ja, OBS, alles gut. Frozen. Maybe I can break the ice. Eisloch. Ah, okay. Macht dann Eisangeln oder wie ist der Plan? Spannend. Oh, Ei. Und Feder. Nice. Oh, hier nochmal rein. Kochtopf. Okay. Schützt mehr, finde ich gut. Die schlechter, okay. Pad und ein Ofen. Wohl, das andere Haus war etwas sympathisch. Oh, warte, das ist das eine erste Hilfe-Chance? Ist da was Ding hier drin? Nice, direkt ein Verband. So. Ah, Bett und Ofen in einem Raum. Das finde ich ja sogar noch spannender. Okay. Gucken wir uns das andere nochmal an. Das mit den zwei Betten im Nebenraum. Weil an sich wirkte das Gebäude richtig cool. Och, wie es bei mir gerade leckt hier. Naja. Waren wir da unten drin? Ja. Dann lass uns mal was machen, um das Feuer anzumachen. Beziehungsweise wir haben Feuerzeug, das können wir vielleicht sogar so hinkriegen. Komm, ich nehme den jetzt hier. So, Feuer. Zunder. Nest. Zünder? Feuerzeug? Easy. Kann ich noch 9-mal verwenden, okay. Okay, das hier so leckt, das ist ein bisschen blöd. Ich lass das Feuer da mal köcheln und wir gucken mal, was wir uns ein Beil machen können. Steinbeil. Oh, hab alles da. Wie praktisch. So, dann machen wir mal den Tisch kaputt. Okay. Dann können wir uns bestimmt einen Stockhalter machen. Sagen wir mal so. Stockspende hier. Seilhalter. Stocklager.
Jetzt brauchen wir Seile. Seile kriegen wir aus Wurzeln. Das heißt, wir müssten mal ein paar Bäume aufsuchen. Und hoffentlich Wurzeln finden. Chat schreibt gerade, dass er wohl bei den kleinen Gebäuden das mit den Frames am meisten macht. Das ist okay. Nein, das ist streng genommen, das ist nicht okay, aber... Dann dürfte das ja, wenn wir in der Natur unterwegs sind, nicht mehr so sein. Theoretisch. Und ich muss, doch noch mal gucken, vielleicht das Team neu starten. Was da los ist. Ah, guck mal, Wurzeln. Oh, danke. Inventar voll, wahrscheinlich mit Stöckern, oder? Ich hoffe, ich finde das Angelcamp wieder. Ich hoffe, ich finde das wieder. Okay, das mit den Seilen gestaltet sich gerade tatsächlich ein bisschen schwer. Ich brauche ein paar Wurzeln mehr für ein paar Seile. Spiel. Vielleicht ist das jetzt das Problem, das ich auf Überleben gestellt habe und nicht auf einfallsreich. Ah. Nein, 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 hör auf damit. Wow. Nehmt das mal nicht. Habt den mal nicht in der Hand, bitte. Wurzeln. Was sagt denn meine Temperatur? Gut, Essen geht. Was sagtest du wegen Bären nochmal bitte? Ich glaube, das war's gleich mit mir. I think I'm losing my mind. Du verlierst nicht den Verstand, du verlierst dein Leben. Mann. Hier, mit der Axt draufschlagen. Oh. Wow. Was für ein Start, würde ich sagen. Oh. Striker zu deiner Frage, nicht, dass ich wüsste, tatsächlich. Ja gut, ich weiß jetzt schon mal, man rennt jetzt nicht einfach stumpf in den Wald rein, man wird von den Bären zerfleischt. Ist vielleicht ein bisschen, Aber guck mal, das war unser erster Kontakt mit dem Raubtier, lasst uns das doch mal positiv bewerten. Oh. Leck, leck, leck.
Sind wir in dem Haus noch? Ach so, ja, ja, stimmt. Ich habe mich ja danach für den hier unten entschieden. Ich gucke auch mal ganz kurz, dass ich mich noch mal aufgewärmt kriege. Zünder. Aufs Feuermann. Wunderbares Gespräch. Dann gucke ich mal nach einem Beil. Fehlende Gegenstände. Stock und... Oh. Seil, oder? Scheiße. Ich hatte das aus einer der Kisten hier rausgezogen gehabt, ne? Oh, ist das der Bär da drüben? Oh, ich glaube, das ist der Bär da drüben. Ja, lief gut, würde ich sagen. So, das heißt, wir gucken... Das ist auch ein Bär, oder? Oh! Das ist natürlich interessant. Oh. Puh. Muss aufpassen, nicht, dass der gleich noch kommt. Ihr wisst jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie ich mich gut um den kümmern könnte. Mit Waffen haben wir nämlich noch nicht wirklich viel zu tun gehabt. Darum ist der nächste. Ach du Schande. Auf jeden Fall kommen wir gerade an ein paar Wurzeln, das ist super. Muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Nicht wundern. Oh, es sind so viele Bären hier. Oh. Dann war es ja wohl Glückssache, dass wir ihn so lange gebraucht haben, um über einen zu stolpern. Okay. Craften wir uns mal ein paar Dinge. Und zwar Seile, würde ich mal vorschlagen. Pfeil und Bogen. Pfeile. Habe ich auch das Beil schon? Nee. Ich hätte das Beil aber gerne. Habe ich jetzt das Seil verbaut alle? Nee. Okay. Pfeile habe ich. Einen? Wow. Wir haben einen Pfeil. Es fehlt wahrscheinlich an Stöckern, also eigentlich nichts Dramatisches. Krake hat eingefangen, Unterkühlungsrisiko. Na, ganz toll. Gut, wir haben Feuer an. Am Haus. Ich hol mal kurz die Sachen hier.
Ernte. Ernte. Und wir müssen versuchen, lebend wieder am Haus anzukommen. Oh. Danke. Das ist ein Bär. Verdammt. Ich hoffe mal, dass er die Tür nicht kaputt macht. Oh. Okay. Hätte ich gerne mehr Pfeile. Was fehlt mir jetzt? Ich hab Stöcker. Ach, das ist die Federn sind mir jetzt ausgegangen. Okay. Na, gut zu wissen. Auch wenn das natürlich insgesamt ein bisschen ungünstig ist. Ja, guck mal, wie viele Eier wir haben. Wow. Angelzubehör? Ich schau mal kurz, ob wir den Kochtopf auf die Schnelle wiederfinden. Oh, die Wollmütze nehme ich. Über die habe ich mich, glaube ich, eben schon mal gefreut. Da ist er ja. Hat ein Buch. Warte mal. So. Das heißt, ich mach das. Wir machen uns ein bisschen Schnee. So. Machen wir gleich mal was aus den Pilzen, oder? Ich finde, wir probieren mal ein paar Sachen aus. Wir haben hier das Sternchen-Ding. Verbrauchen. Mal gucken. Lebensmittelvergiftung? Lebensmittelvergiftung. Gut. Hunger, Energie, Vernunft. Dann kochen wir den ganzen Spaß mal. Geht nicht. Kommt doch. Oder geht das nur in den Dosen? Okay. Das funktioniert schon mal. Ei kochen. Okay. Haben wir ein Ei gegessen. Oh. Aus denen macht er eine Pilzsuppe. Finde ich gut. Am besten wäre es, wenn er mir dazu einen Namen geben würde, also dass er da irgendwas reinschreiben würde. Aber es sind die schwarzen Pilze, die relativ kalorienreich sind, wenn ich mich recht erinnere. Das konnten wir aber nachlesen, meine ich. Hier, Pflanzendings da. Der da. Kalorienquelle, genau. Pilzsuppe. 50. Wow.
Uns geht's ja richtig gut. Was haben wir für Sorgen? Fieber und Lebensmittelvergiftung. Ja, okay. Wundert mich allerdings nicht, ganz ehrlich. So, wir haben gespeichert. Ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal, ob wir Federn finden. Der Bär hat uns nicht bis ins Dorf verfolgt. Das ist schon mal gut. Also bis ins Campendorf ist es ja jetzt nicht. Da kommt er. Na? Hä? Kopfschuss oder was war das jetzt? Krieg ich mal Pfeil wieder? Ey, wir haben Bären! LOL! Bärenfell. Eigentlich will ich das gern haben. Okay. Wir holen das gleich mal. Cool. Kann ich da selber was reinschmeißen? Mal gucken. Stoff. Steine. Nest. Ich bin sogar gewichtstechnisch überladen. Knochen. Okay. Keine Ahnung, ob das Sinn ergibt, was ich hier gerade tue. Und jetzt will ich das Bärenfell haben. Immerhin habe ich gerade in einem epischen Kampf einen Bären zerlegt, ne? Das passt nicht. Okay. Wow. Jacke aus Bärenfell, okay. Ich glaube, wir werden die Nacht gleich mal schlafen hier. Aber es ist schon mal richtig gut, dass das mit dem Jagen so gut geklappt hat jetzt. Okay. Wir gucken mal kurz, was wir jetzt hier bekommen. Beziehungsweise kann ich eine Fleischsuppe machen? Bärenfleisch. Boah, ich mache mir, glaube ich, gerade eine Fleischsuppe. Oh, ist das geil. Koch du da mal vor dir hin, das ist für mich vollkommen in Ordnung. So, was kann ich mir denn cooles craften jetzt? Irgendwas Neues schon? Nee, ne? Punkten, Stocksperr, ne? Okay. Jacke aus Bärenfell. Bogenschießen. Fähigkeitsstufe 3. Erhöht den Schaden, reduziert den Ausdauerverbrauch und reduziert die Zielzeit. Nett. Metzgerei erhöht Erntebetrag, verkürzt die Kochzeit. Oh. Okay.
4. Wow. Okay. Hier haben wir Stöcker und Wurzeln. Das heißt, ich mache mir einfach noch mal ein paar Seile. Ah, hier. Und wir schlafen immer. Hunger und Durst gehen runter. Jetzt gibt's was zu sehen? Nee. So. God, I'm thirsty. Na! Looks tasty. Verbrauchen. So, ich muss das Feuer nochmal anmachen. Zunder? Feuerzeug. Zu lang geschlafen. Zu lang geschlafen. Gut. So, packe ich das da nochmal rein. Kochen wir uns nochmal ein bisschen Bärenfleisch. Hunger sieht gut aus. Durst? Schlecht. Gut, das heißt, es ist wahrscheinlich jetzt absolute Verschwendung, dass ich jetzt nochmal ein bisschen Bärenfleisch in mich reinschiebe. Wow. Verbrauchen. Dann trinken wir den ganzen Spaß jetzt noch. Also einfach nur Wasser. Dann sind wir wieder tipptopp in Ordnung. Abgesehen vom Fieber und der Lebensmittelvergiftung natürlich. So. Top. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar Federn finden. Danke. Für mehr Pfeile. Also scheinbar ist es so ein Bär ja One-Hit, wenn man's, wenn man gut trifft. Oh, ist das, was ist das da vorne? Will ich das haben? Ja, noch ein Feuerzeug. Easy. Oh, mein Pfeil habe ich jetzt nicht wiederbekommen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich kann mir neue Pfeile machen, aber einen neuen Pfeil machen. Bauen. Perfekt. Jetzt haben wir schon wieder zwei Pfeile. Oh, Nester. Feder. Oh yeah. Das läuft gut. Am besten suchen wir nebenbei noch Wurzeln, damit wir uns Seile machen können. Damit leveln wir unser Crafting weiter hoch. Richtig gut, richtig gut. Ei, Feder. Oh. Ei. Ah, keine Feder. Aber ich finde hier gerade so verdammt viele Eier, ne? So viel brauchen wir doch gar nicht. Also habe ich jetzt schon das Gefühl, dass der Survival-Aspekt sich doch ein bisschen in Grenzen hält. Weil mit Essen werde ich ja gerade quasi zugeschmissen. So, dann wollen wir uns doch mal an einem Elch versuchen, oder? Auch sonst nichts zu suchen. Verloren. Auf jeden Fall ist der aggressiv, habe ich das Gefühl. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ah,
Ich gehe ja schon. Gut. Lauf ich falsch? Oh. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Nein! Tod durch Elch. Da unten. Das ist interessant. Ich wusste nicht, dass Elche Raubtiere sind. So in dem Sinne. Oh Mann. So, kann ich mir... Pfeil. Kopfschuss. Okay, ich muss aber gestehen, ich finde das mit den Zielen doch echt ein bisschen schwierig. Oh, guck mal. Fleisch gerettet wieder. Problem ist, ich bin fast tot. Das ist suboptimal. Oh, Feder. Sehr schön. Noch ein Nest. Ich habe ein verdrehtes Handgelenk. Oh! Das Spiel ist ja witzig drauf. Das ist ein Hase. Kann ich den einfach mit meiner Axt erschlagen? Ich befürchte, ich bin überladen. Ich bin überladen. Oh. Gutes Gespräch. Mal gucken, mal. So haben wir schon mal ein bisschen Erfahrung im Jagen gesammelt. Das ist doch auch nicht schlecht. Hm. Dann koch mir doch mal ein Elch. Wir müssen uns heilen. Und ich glaube, das kriegen wir nur so hin. Diese ganzen Eier. So, wir heilen. Oh, sehr schön. Das komische Herzschlag gedünstet auf. Oh, herrlich. Also irgendwie könnte ich jetzt gleich nochmal schlafen, ne? So, das ist auch gleich morgens wieder. Treibstoff auf, genau. Kochen uns doch das
Bärenfleisch das letzte. Und danach müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Eier verarbeitet kriegen. Wäre natürlich eine interessante Option, wenn wir einen Kuchen rausbacken könnten oder so. Jetzt im ersten Moment. Ja, nicht so. Oder habe ich irgendwelche Kochrezepte? Notizen. Nö. Bogenschießen schon Stufe 4 immerhin. Erschwert die Handhabung von Gegenständen. Aber das heilt tatsächlich ganz gut gerade weg. Bärensuppe. Verbrauchen. Ja, jetzt heilen wir. Sehr gut. Ich muss ja gleich nur noch Eier weiter verbraten. Ich glaube, der Vorteil an einem Lagerfeuer draußen ist, ich kann zwei Container da dran stehen. Hier habe ich nur einen Platz. Aber auch praktisch, dadurch, dass ich jetzt so viel Sachen koche, auch wenn es nur die Eier sind, leveln wir ja Kochen nebenbei. Das kann ja gar nicht so schlimm sein. So, ich habe hier noch eine getrocknete rote Blüte. Die machen wir gleich mal zu einem Tee oder so. Mach schneller. Geht nicht. Schade. So, kochen. Wo habe ich denn mein Kochen? Stufe 13. Das geht gut eigentlich voran. Auch wenn ich nichts gegen ein paar neue Rezepte hätte. Weil jetzt habe ich schon Feuer, ich habe einen Kochtopf, wir haben Pilze, wir haben Eier. Großes Lagerfeuer. Wir werden mal so ein Lagerfeuer machen gleich. Looks tasty. Ich stelle mal so ein Lagerfeuer vor die Tür. Aus Interesse. So, Steine. Feuerholz. Ich hätte das Feuerholz auch in den Ofen schmeißen können irgendwie. So, das heißt, ich brauche Steine. Mit anderen Worten, wir gehen wieder zur Tür raus. Sammeln Steine. Und ein paar Federn, im besten Fall. Nest. Mit Eiern. So viele Eier werden wir hier niemals verbrauchen. Ich könnte auch gleich mal gucken, ob irgendwo noch mal ein paar Wurzeln auftauchen. Hat hier jetzt hat jeder Baum so ein Nest? Das heißt, die spawnen da wirklich dran, ne? Also nicht nur bei der Map-Generation, sondern allgemein. Weil es werden doch immer mehr. Sonst könnte ich mir das gerade nicht wirklich erklären, was hier abgeht. Wow.
also dieses Nester-Loot erinnert mich gerade ein bisschen an Seven Days to Die. Und dass man dafür gewöhnlich viel mehr Federn als Eier rausbekommt, dass man sich darüber beschwert. Und jetzt beschwere ich mich hier über zu viel Eier. Ich habe das Gefühl, man kann es mir einfach nicht recht machen. No. Ich hätte gerne Pfeile. Wie viele habe ich jetzt? 2. Wow. Zumindest ist das verdrehte Handgelenk bald geheilt. Bär, Elch oder Hirsch, wie auch immer. Elch, also da habe ich aber eh alles töten will, ist ja eigentlich egal, was es ist. Ich würde jetzt am liebsten versuchen, den auch zu erschießen, aber mit dem verdrehten Handgelenk, solange er mich in Ruhe lässt, ist gut, da kommt der Bär. Aber ich gehe einfach wieder auf das Auto. So eine richtig erbärmliche Taktik. Aber sie funktioniert. Na? Wow, ich habe jetzt einen Pfeil wiederbekommen. Ja gut, aber jetzt haben wir wieder einen Bären erlegt. Oh, ich habe die Pfeile wiederbekommen. Alle? Oh. Hätte ich die vorher auch schon alle wiederbekommen können? Okay. Spannend. Oder habe ich das durch Skillen bekommen? Steht nichts bei. Aber spannend. Oh, Bärenfell, da packe ich mal noch mehr Bärenfell zu und ein Elchfell. Drei Pfeile. Oh. Kann ich eine Knochensuppe machen? Dachte ich, versuch's mal.
Jetzt fehlt es mir für Pfeilen an Stöckern, oder wie? Warte mal, Knochenmesser. Knochen und ein Seil. Oh, was ist jetzt besser? Holz, Knochen oder Stein? Ich gehe mal von Knochen aus, das sieht gut aus. Dann gib mir mal einen Knochen. Neue Blaupause. Schrottmesser. Altmetall und ein Seil. Aha. Knochenspeer. Lass doch mal mit dem Knochenspeer arbeiten. Die kannst du bestimmt auch werfen. Ich brauche Stöcke, aber die kann ich mir ja daraus auch craften. Ich pack mal kurz Treibstoff nach. Oh. Ernte. 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 Stöcke. Knochen. Suchen wir es mal. Knochenspeer. Oh Gott. Ich habe mich gerade total erschrocken. Huh, scheiße eingestellt. Einen wunderschönen guten Abend, kleiner Stern. Und natürlich vielen Dank fürs Resub. Oh. Oh, das war böse. Hi. Kann ich den Speer werfen? Oder ist er nur zum Pieksen? Aha. Kann ich noch einen machen? Huh. Okay. Kein Platz mehr mit. Okay. Dann. Ach, hier ist auch. Ich bin ein Held. Dann packen wir die Axt mal weg. Den Speer da mal. Und nehmen den Knochenspeer. Auf 1 und 2 habe ich jetzt. Nein. So, auf 1 und 2 habe ich jetzt Speere. Und auf 4 unseren Bogen. So. Mich würde mal interessieren, ob ich mit so einem Speer und einem Kopftreffer auch One-Hit mache bei den Gegnern. Wo ich könnte eigentlich mal wieder schlafen. Ja gut, ich... Das ist jetzt gerade, die Energie ist halt schon wieder ein bisschen reduziert und ich weiß nicht ganz, wie lange ich jetzt unterwegs bin dafür. Entsprechend schadet es nicht, mal kurz ins Bett zu gehen. Und danach können wir was essen. Oh, schön. So, gib mir mal das Brennholz. Das kann hier nämlich rein direkt. Hier kommt mal, was haben wir hier? Bär und Elch. Komm, gib mir mal eine Bärensuppe wieder. Alter, wir haben viel zu viele Eier. Viel zu viele Eier. Ah. Verbrauchen. Essen voll. Geil. Durst voll. Schön. Na, dann geht's ja mal raus wieder. Schauen wir mal, ob hier irgendwas nachgespawnt ist. Werden dann mal gucken, ob wir mit dem Speer auf irgendwas einwerfen können.
die Lebensmittelvergiftung braucht noch ein bisschen zum Heilen, aber die chillt da nebenbei so rum in unserem Status. Das ist nicht so schlimm. Ah, Wurzeln. Sehr schön. Die nehme ich. Stein. Auch gut fürs Lagerfeuer. Oh, die Pilze. Eigentlich brauche ich die nicht mitnehmen. Uns geht es ein bisschen zu gut dafür gerade. Da vorne ist ein Bär und ein Elch. Schauen wir mal. Ob ein Speer im Kopf reicht. Ach, sind das die Leuchtepilze? Warte, direkt mal essen. Da. So, guck mal, jetzt haben wir Werte von euch. 2 Hunger und 2 Energie. Ich kann auch den Elch hier nehmen. Na? Der rennt jetzt weg? Boah, du bist kein Elch, du bist ein Hirsch. Am Geweih eigentlich zu erkennen. Ha. Hier war vom Bär. Du musst erstmal alles nachschauen von mir. Was genau meinst du mit alles? Oh, Zauberergraf. Auch dir guten Abend. Jetzt gerade ist gesehen, dass du auch da bist. Ist der Berg größer als die anderen? Na egal, komm, komm, komm. Easy! Einfach ein Speer durchs Hirn. Bin ich wieder überladen, weil ich einfach so viel Scheiße habe. Geil. Okay. Ab nach Hause. Gib mir noch mal Pfeil, genau. Wie viele Pfeile haben wir denn jetzt? 7. Damit können wir doch schon mal was reißen. Coole Nummer. Schon wieder haben wir Essen für 2 Tage, ne? So, wir machen das Lagerfeuer zu Hause mal fertig. No.
Die Richtung war gut. Die Richtung war echt gut. Unterkühlungsrisiko. Kein Problem, wir haben ein Ofenshaus am Laufen. Da ist es warm, da gibt's eine Fleischsuppe. Und dann ist wieder alles tipptopp mit uns. Ah. So. Okay, du musst mir akustisch nicht so deutlich sagen, dass dir kalt ist. Ich hab's schon mal beim ersten Mal verstanden. Okay. Ja, und dann Feuer hingestellt. Guck mal. So. Wie wär's mit einer sinnlos großen Suppe? Elchfleisch. Reicht da noch? Reicht zu packen? Nee, ne? Wie viele Eier wir haben? Es ist krank. Smells good. So, hier habe ich Brennholz. So, und jetzt gucken wir mal draußen. Wir machen das einfach mal an. Zunder. Zünder. Feuerzeug ist praktisch. Ah, drei Container. Ha! Das ist ja geil. Können wir doppelt so schnell kochen, oder? Beziehungsweise. War da vielleicht auch eine bei? Schade. Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, dass wir dadurch noch eine Dose kriegen. Ich koche jetzt einfach zwei Eier. So eine Dose kann ich mir nicht selber machen, ne? Sieht schlecht aus. So, was haben wir hier? Ah, okay, natürlich durch Speerwerfen leveln wir unser Bogenschießen logischerweise nicht. Das ist natürlich auch spannend. Okay, Crafting sind wir auch bald höher. Smells good. Okay, das ist mit dem Feuer echt Gold wert, dass ich zwei Sachen kochen kann. Ha! Ich würde aber einmal sagen, Richtung YouTube. Ich mache ja einmal Pause. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mitschnitt. Tschö.